So. Da ist das schon mal alles sortiert. Ist was? Okay, okay. Immerhin kann den Rest einsortieren. Also erstmal die. Dann die beiden. Dann die da. Und dann den. Mann, wer auch immer hier mal reinkommen sollte zum Plündern, der findet einen Haufen geiles Zeug. So, die gehen mal an Imon, dass sie die identifizieren kann, dass wir die verkaufen können. Und ganz ehrlich, Gesins Kurzbogen kommt auch mal in unsere Beutetruhe rein. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, Quecksilber. Cespina, kannst du was über das Quecksilber sagen? Cespina stolz, den Großen zu... Oh, muss... Ah, der sicher. Was haben sie denn? Buch, okay. Nichts, okay. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Ich, euer Wunsch ist mein Begehr. Okay, das nächste Gebiet... warum sehe ich jetzt auf einmal alle Gebiete? Hey. Auch interessant. Die beiden sind befriedet, gell? Ja. Wir sind ja. Allesamt Helden. Ihr das hier Bo ist noch nicht befriedet. Gegen wen oder was muss ich hier antreten? Ich bin ein Teil von euch, den ihr vergessen habt, Talis. Ein Stück von euch, das ihr beiseite geschoben habt. Ich wuchs in Kerzenburg auf, in Unkenntnis meines Erbens, nicht ahnend, welches niederträchtige Übel in meiner Seele lauerte. Mit strahlenden Augen verließ ich vor langer Zeit mein Zuhause, die Welt kennenzulernen. Ich bin eure Unschuld, Talisa. Ich muss nicht für immer verloren sein. Ihr müsst mich nicht aus eurem Herzen verbannen, Talis. Euer Kampf gegen die Essenz eures Vaters hat mich fast vernichtet. Aber es gibt mich noch. Ihr könnt mich wieder zu einem Teil von euch machen. Meine Unschuld wieder erlangen und wie soll ich das anstellen? Wovon redet ihr denn eigentlich? Wie könnt ihr meine Unschuld darstellen? Nehmen wir mal die 1. Diese Ebene steht einer Erweiterung eurer selbst da, so wie ich. Ihr müsst euch mit eurer Unschuld auseinandersetzen und deswegen stehe ich hier vor euch. Was ihr hier an diesem Ort entscheidet, hat Macht, obwohl nicht eure Entscheidungen bewusste Entscheidungen sind. Wenn ihr entscheiden würdet, mich wieder zu erlangen, würde dies geschehen. Ihr wärt ebenso unschuldig wie an jenem Tag, als ihr vor langer Zeit Kerzenburg verlassen habt. Alle Schrecken der Ereignisse, die sich mit die sie seitdem zugetragen haben, werden vergessen. Was würde mit all den guten Erfahrungen geschehen, mit all dem Wissen und der Macht, die ich erlangt habe? Und warum sollte ich meine Unschuld zurück wollen? Nehmen wir mal die 1. Sie werden ebenfalls verschwunden. Sie müssen geopfert werden, damit die Uhr zurückgedreht werden kann, damit ihr mich wieder erlangen könnt. Versteht ihr das nicht? Nein, das tue ich in der Tat nicht. Warum ist meine Unschuld so wichtig? Möchtet ihr den endlosen Kampf gegen eure eigene Natur endlos fortführen? Denkt doch einmal zurück, wie viel sich seit jenem schicksalhaften Tag in Kerzenburg geändert hat. Ihr habt viele getötet und ihr habt im Blut gebadet. Die dunklen Elemente eurer Seele sind in den Vordergrund getreten, egal ob euch das passt oder nicht. Glaubt ihr nicht, dass dies einfach so weitergehen wird, wie immer wird und immer weiter? Kämen wir doch in die Zeit zurück, in der ihr euch noch nicht derartigen Herausforderungen stellen musstet. Holt mich in euch zurück, Talisa. Lasst eure Sorgen hinter euch, auf dass ihr wiedergeboren werdet. So wie sehr ich es lieben würde, wieder unschuldig zu sein, kann ich doch nicht alles opfern, was ich erreicht habe. Ich werde so gebraucht, wie ich bin. Man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Euer Angebot macht keinen Sinn. Was ihr da beschreibt, ist Ignoranz. Ich möchte mich selbst beherrschen, nicht aufgeben. Ich soll wieder ein schwaches und verängstigtes junges Mädchen werden, wie ich es einst war? Niemals. Ein verführerisches Angebot, doch alles, was ich bin, lässt mich erkennen, dass ich es niemals mehr sein kann. Meine Unschuld habe ich schon lange verloren. Nehmen wir mal die 1. Ich verstehe, im Herzen eines unsterblichen Wesens ist also kein Platz für Unschuld. So sollte es sein. Jetzt, da ihr eure Unschuld vollständig verloren habt, ist der Weg zu eurer Unsterblichkeit, die bereits in euch schlummert, einen Schritt kürzer geworden. Stellt euch diese Unsterblichkeit, wenn ihr es wagt.
Oh. Der Schlechter. Zeit aufzubrechen. Die Mauern hat mal wieder keine Pfeile mehr. Kein Problem. Fragt nur. Eine große Herausforderung. So, noch einmal wegrennen. So, und jetzt können wir wieder auf dich draufkloppen. Na, an dem Raum hat sich leider nicht viel geändert, muss ich sagen. Nicht so wie an den anderen Räumen. Gut, ja, hier hat eine Stufenaufstieg. Oh, und ich wollte ja vor dem Rasten unsichtbare Pirscher reinnehmen. Da. Kugelturm Verwundbarkeit ist gut. Entfernen wir mal die Kugelblitze und den Pirscher rein. Hier. Und bei dir den Lindwurmruf. Und tödlicher Nebel sollte ich öfter benutzen. Zum Beispiel zeigt sich, dass stark so hartig ist. Alles tierische Leben, das nicht gegen Säure immun ist, allein dem jede Runde, in der das betreffende Wesen die Nebel ausgesetzt ist, 8 Schadenspunkte. Das ist nicht schlecht, das sollte ich drin lassen. Da kriegst du nur einen unsichtbaren Pirscher, okay. Dann wieder mal hier runterstellen. Ja, hier ein Level abgeben. Wurde aber auch Zeit. ETW reduziert, Priesterzauber für 4, 5, 6, 7. Warte. 5 Priesterzauber auf Stufe 7. Okay. Das finde ich nicht schlecht. Finde ich echt nicht schlecht. Gestandwandel Feuerelementar. Elementargestellt Erde. Ich kann 2 auswählen. Na gut, elementar gestalten. Einverstanden. Das sind jetzt mal einige Zauberslots, die sie da gekriegt hat. Schutz vor Lebenskraftentzug hier. Warum auch immer es so viele sind. Zweimal große Wunden heilen und einen Insektenschwarm hier. Nehmen wir auf jeden Fall eine von den Heilungen. Schmerzhafter Zerfall klingt gut. Tiere herbeirufen klingt eigentlich auch nicht schlecht. Ein Archontenschild. Eine Insektenplage. Implosion nicht unbedingt. Verwirrung. Verwirrung. Eine Runde pro 2 Stufen. Würfel mit Wirkungsbereich. Würfel mit bis zu 18 Meter Kantenlänge speziell. Für deinem oder mehreren Wesen im Wirkungsbereich zu Verwirrung. Sie werden unschuldig und können nicht mehr effektiv agieren. Alle Wesen im Wirkungsbereich erhalten einen Rettungswurf. Ja, Wirkungsdauer beträgt bla bla bla. Mhm.
Ein verwirrtes Wesen, das angegriffen wird, sieht den Angreifer im Feind und handelt gemäß seinem Instinkten, um sich zu verteidigen. Nö. Erdbeben. Gib mir Erdbeben. Gut, Schwierigkeitsgrad wieder höher. Ich warte. Rasten. Quick safen. Sicher ist sicher. So. Inventare sind recht aufgeräumt. Bis auf eure hier. Da muss Zeug verkauft werden. Ein Lederpanzer. Und noch ein Fluch stecken. Was kann in Ordnung? So. Ja, was möchtet ihr? Das heißt, wir kehren jetzt erstmal zurück, gehen dann erstmal wieder in die Stadt. Oder in das die kleine Enklave da. Bevor wir in Abbasigals Lagerstätte eindringen. Also nach Amketan erstmal. Nun gut. Noch scheint hier alles einigermaßen in Ordnung zu sein. Bis jetzt habe ich 3 von 5 hinter mir. Also Ballkinder. Ich lüge, 4 von 5 sogar. Was? Sind doch ein bisschen mehr als erwartet. Weil ich hatte erst einmal ganz am Anfang vom Throne of Baal in diesem mehr oder weniger Prolog, der mich dann kurz danach nach Saradush, also erst ins Einsprengsel und dann nach Saradush geportet hat, hatte ich dieses eine Ballkind da im Wald, das mir einen Hinterhalt gelegt hat und ziemlich schnell gestorben ist. Dann hatte ich in Saradush Drogan Ilkhan. Im Armeelager hatte ich den Feuerriesen, dessen Namen ich schon vergessen habe. Das sind schon mal 3. Sendai's Enklave war Nummer 4. Abbasigals Lagerstätte ist dann Nummer 5. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Freund hier, Balthasar, auch noch dazu gehört. Was immer sind wir eigentlich, sind es eigentlich 6, nicht nur 5. Billig. Ja, Dienstleistungen bitte. Schlafen brauche ich nicht mehr wirklich. Sondern einfach nur Zeug verkaufen. Ah, ne, den Funkanischen nicht. So. Wir sind ausgerüstet. Wir haben leere Inventories, bis auf Airy. Die hat nämlich einen Haufen Stäbe. Wenn ihr es wollt. Also können wir wieder gehen. Natürlich. Wie sieht es eigentlich hier mit Pfeilen aus? Die Pfeile der Durchbohrung, die könnte ich mal raus. Oder Eispfeile. Am besten alle 80. Dann werden wir erstmal die los. Und
Dann Säure. Ne, dann erst Feuerpfeile und dann Säurepfeile. Obwohl erst dann Pfeile der Durchbohrung am besten. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt.